Jonas, wo sitzen wir hier? Wir sitzen in unserem Set, Alper. In unglaublich gemütlichen Sesseln. Wir sitzen nicht an diesem Stuhl, auf diesen Stühlen, die. Also, wir sitzen nicht an diesem Tisch, auf diesen Stühlen, die einem den Rücken zerstören. Wir sitzen ganz gemütlich. Apropos Rücken zerstören. Marius ist leider heute nicht dabei, weil er seinen Rücken zerstört hat. Ja, weil er zu viel gepodcastet hat. Oh Gott, warum lache ich? Das ist eigentlich total. Also, er liegt wirklich zu Hause mit Schmerzen im Rücken. Deswegen sind wir heute zu zweit und wir sprechen über wundervolle Themen aus der Welt des Rundfunks, des internationalen. Sollen wir so ein Ranking machen? Wer sind die coolsten? Avenger. Nee, die coolsten Sender in Deutschland, also WDR, NDR. Die SWR. Coolsten Rundfunksender. Genau, dann machen wir so ein Ranking. Ja. Und dann noch, wer sind da die coolsten, wie heißen die Leute, die Chefs? Intendanten. Die Intendanten. Ja, Intendantinnen. Und dann machen wir. Wieso gibst du was nicht als Quartett schon? Warum hat ARD da, vielleicht gibt's das schon, das Rundfunkquartett. Ja. Ja. Oder so die fünf größten Fails des, der WDR-Intendanten. Das wird ja gleich zensiert. Bring das Intro. Herzlich willkommen zu Cinema Talks Back, dem Citizen Kane unter den Podcasts. Wobei, manchmal wird's ja auch dumm und dümmer. Denn wir drei, das sind Jonas, Marius und Alper, drei Freunde, die den ganzen Tag über Filme, Serien und Comics labern. Diesen Podcast gibt es auch auf unserem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back mit Bild. Da kann man ihn auch gratis downloaden. Es gibt ihn aber auch auf iTunes, auf Spotify, Deezer und per RSS-Feed. Und übrigens, du hörst einen Podcast von Funk. Ja, wir haben heute euch ein paar tolle Themen mitgebracht, auch wenn Marius nicht dabei ist. Wir wollen mit euch heute unter anderem über den Tor 4-Teaser sprechen. Wir haben den nämlich gesehen, wir haben uns aber noch nicht so wirklich drüber unterhalten, was passiert und wie wir den fanden. Ja. Dann werden wir noch ein paar News besprechen. Zum Beispiel hat Ezra Miller wieder für Furore gesorgt. Ist wieder in ein Fettnäpfchen getreten, ist ein bisschen untertrieben. Ja. Der wurde mal wieder festgenommen. Ja, aber vor allem, also lass uns vor allem darüber auch sprechen, was das für einen Einfluss hat dann auf The Flash und auch auf fantastische Tierwesen und die ganzen Warner Bros. Also in was für einer Misere damit Warner Bros. Eigentlich steckt. Genau. Und die Zukunft von Ezra Miller im Filmbusiness überhaupt. Ja. Und wir werden natürlich noch über eine große News sprechen, die ich weiß nicht, ob ihr die mitbekommen habt, aber Netflix plant da komische Sachen, die euch alle betreffen können, allerdings, wenn ihr Passwort-Sharing betreibt. Und viele machen das. Genau, und dann werden wir am Ende noch ein bisschen Cinema-Flashbacken und gucken, was wir in letzter Zeit so geguckt haben. Und zwar mit einem neuen Einspieler. Ja, und sollen wir vielleicht schon spoilern, was es geht, dass die Leute noch länger dranbleiben, was du gerade schaust, so ein bisschen? Oh ja, auf jeden Fall. Eine Animationsserie, von der uns Leute immer wieder gesagt haben, wir sollen sie gucken, weil da Riot Games mit drin steckt. Gut, die meisten werden jetzt wissen, wovon ich rede. Und auch von einer Serie, die sich um ein paar Jungs dreht. Ja. Über die beiden Sachen werden wir sprechen. Du hast gerade, ich glaube, dein Hirn hat mir nicht zugehört. Was? Ich habe gesagt, wir werden auch einen Einspieler da bereits einsetzen. Oh, interessant. Freut euch da. Du musst mir schon zuhören, wenn wir podcasten, Jonas. Achso, ich wusste nicht, dass du den Einspieler meinst. Ich habe gedacht, du machst was Spontanes. Nee. Ich meinte den, machen wir das? Sollen wir das hier schon droppen? Einfach eine erste Version. Eine erste Version. Wir zwingen jetzt die Person einfach dazu. Ja, wir wollen den Podcast ein bisschen cooler machen und haben wir dann einen coolen Einspieler. Trenner. Die Leute, die zuhören, werden jetzt gerade keine Ahnung haben, wovon wir reden. Aber das werden sie dann hören. Werdet ihr in 30, 40 Minuten rausfinden. Absolut. Und wir werden auch über eine Serie sprechen, die ich gerade anschaue. Und ich habe mir aufgeschrieben, ich schaue Better Call Saul Call. Das steht in deinen Notizen. Better Call Saul Call. Stell dir vor, das wäre wirklich der Titel der Serie. Better Saul Call Call. Better All Call Saul. Das klingt wie so ein Vater, der mit seinem Kind connecten möchte, aber das kein Englisch kann. Also, ach, guckst du wieder Better All Call Saul? Du meinst so wie so cringy Momente, wenn die so cool sein wollen? Are you winning, son? Ja, so in der Art. Sowas wie Phil Dunphy dann sagt, WTF, why the face? Why the face? Ganz genau so. Ganz genau so. Gut, Tor 4. Ich finde, das MCU hat's mal wieder geschafft, dass ich richtig Bock auf einen MCU-Film habe. Darf ich raten, warum, Alter? Kann das vielleicht sein an dem Soundtrack? Sweet Child of Mine? Ja, okay, nee, komm, nicht deswegen. Also ich finde natürlich, Guns N' Roses in dem Teaser klingt, also das Lied ist einfach großartig. Ich mag das persönlich sehr. Es ist auch wieder, ich habe so ein kleines, so ein Pet-Peeve heißt das auf Englisch. Wie heißt das auf Deutsch? So, was mich, so ein kleines, was mich immer irritiert, was mich nicht irritiert, was mich so ein bisschen stört, nervt,
was aber eigentlich kein Schwein juckt, dass von Bands immer so die Greatest Hits genommen werden. Mhm. Und wenn es dann bei, ich weiß es nicht, und wenn es dann, wenn dann irgendwie, okay, heute ist Guns N' Roses dran, natürlich nimmt man Sweet Child of Mine. Und das heißt ja gar nicht, dass ich irgendwas gegen Guns N' Roses habe oder gegen Sweet Child of Mine, aber es sind irgendwie, das hat mich auch an Suicide Squad so genervt, dem ersten von David Ayer. Aber du musst zugeben, es gibt noch einen Film, bei dem ich das am meisten genervt habe. Ja, Ready Player One. Ja. Wo dann tatsächlich mal meine Lieblingsband Rush vorkommt, dann nimmt man natürlich Tom Sawyer. Und ich verstehe das ja. Ich verstehe das ja. Es sind auch aus gutem Grund die Hits. Und warum gräbt man nicht so ein bisschen tiefer in der Musikkiste? Aber es ist nur so eine kleine, so eine Sache, die mich persönlich nervt. Ja. Aber dafür, trotzdem, ich fand den Teaser ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, ich fand okay. Ich finde es irgendwie witzig, wie in jedem neuen Thor-Film Thor sich selbst wiederfinden muss. Es ist jedes Mal das Gleiche. Ja, aber also, ja, das stimmt schon irgendwie. Wobei Thor 3 war ja schon ein bisschen auch anders. Also, ich muss ehrlich sagen, ich fand, ich persönlich finde Thor 1 und 2 wirklich sau lame. Auch wenn ich Chris Hemsworth als Thor, also ich, man kann sich einen anderen Thor einfach kaum vorstellen. Stimmt, ja. Ich finde auch Chris Hemsworth wahnsinnig lustig, sympathisch, großartig in der Rolle. Ich finde, der war eines der absoluten Highlights in Endgame zum Beispiel. Trotzdem finde ich, dass Thor 1 und 2 so ein bisschen lame sind. Ja, ich finde so ein bisschen, also nicht von dem Lameheitsfaktor, aber so was das für die Reihe ist. Ich finde, Thor 3 ist das, was Harry Potter 3 fürs Harry Potter war, bloß dass es davon witzig eher in ernst wurde und da bei Thor wurde es von ernst in witzig. Ich weiß, was du meinst, aber ich finde Harry Potter 1 und 2 besser als Thor 1 und 2. Weißt du? Also so bei Thor finde ich so diesen Schritt von Thor 2 zu Thor 3, der ist schon eklatant, der ist schon riesig, der ist gewaltig, dieser Schritt. Und ich habe auch jetzt vor kurzem mitbekommen, 2024 erscheint, also ne, wenn alles gut geht, erscheint Masters of the Universe, ein He-Man-Film, Live-Action. Und Chris Hemsworth war angefragt und er hat abgelehnt, weil die Rolle zu große Ähnlichkeiten zu Thor hat, was natürlich irgendwo irgendwie nachvollziehbar ist. Und ich kann mir einfach eine Welt nicht vorstellen, in der Thor nicht von Chris Hemsworth gespielt wird. Also auch wenn es jetzt Jane Foster wie in den Comics so auch ihren Auftritt als Female Thor haben wird. Thor ist Chris Hemsworth. Ja. Ne? Aber hast du die News auch gehört, die über all dem steht? Was denn? Welche? Wie fucking ripped Natalie Portman jetzt ist? Ist sie? Ja. Ja, ist doch cool. Es gibt so Fotos, die hat echt viel trainiert für die Rolle. Nicht schlecht. Bin ich ein bisschen neidisch. Sieht sie aus wie The Northman quasi jetzt. Genau. Ja. Die könnte dem jetzt eines auf die Fresse geben. Das war aber auch wirklich, als wir letzte Woche The Northman gesehen haben und dann, ohne jetzt was zu spoilern, diese Szene kommt, in der Alex Skarsgård da sein Shirt. Also als er da in dieses Dorf reinrennt. Ja, mit dem Wolfskopf und diesen, auf seinem Kopf. Und ich hab selten in meinem Leben einen solchen, so einen Stiernacken gesehen. Ja. Das war, also der Typ hat wirklich so Wikingerkrieger geschrien. Und immer wenn du in den Spiegel guckst, dann stellst du dir vor, so könnte ich aussehen. Absolut. Könnte. In einem anderen Leben, ja. Mhm. Aber ja, also ich muss sagen, ich habe tatsächlich, es ist ja auch, glaube ich, der erste Marvel-Held, der seinen eigenen vierten Film bekommen hat. Oder gab es vorher jemanden? Also es gibt Avengers, da gibt es immer vier, aber es sind mehrere, aber das ist der erste, der den vierten Teil bekommt. Ich rede nicht von einem Gruppenfilm, ich rede von, also es gibt Iron Man hat drei Teile, Doctor Strange hat bei zwei Teile, Spider-Man hat drei Teile. Captain America hat drei Teile. Captain America hat drei Teile, wobei der dritte ja auch quasi kein Captain America-Film ist. Gott sei Dank hat Captain Marvel nur einen. Mhm. Ja, also ich glaube, er ist der Erste, der mit vier Filmen aufwartet. Ne? Und wie findest du das Team-Up Thor und Star-Lord, Guardians of the Galaxy? Ja, das passt ja. Also ich meine, die Faust aus Auge. Diese eine Szene, die fand ich schon. Die ist schon witzig. Die ist sauwitzig. Du meinst die, wenn Chris Hemsworth langsam seinen Kopf ins Bild schiebt? Es ist schon wahnsinnig witzig, ja. Ich finde, es wirkt schon so ein bisschen, als ob der jetzt auf so eine Selbstfindungstrip nach Australien geht. Ich finde, der hat auch so diese Vibes. Ja, stimmt. Diese langen blondierten Haare, also wie so ein Surferboy. So ein zweimonatiges Yoga-Retreat, meinst du? Genau. Thor ist auf einem Yoga-Retreat, ja. Absolut. Stimmt, dieser Thor schreit Yoga-Retreat. Ja, ohne jetzt, ich würde sau gern mal einen Yoga-Retreat machen, sage ich ganz offen. Einfach nur mal ein Retreat. Machen wir das? Ja. Ein Yoga-Retreat, wir beide? Ja, wir machen ein anderes Retreat.
in den Schwarzwald. Ja. Ich freue mich so sehr. Und wir machen noch ein anderes Retreat. Was denn? Ein Brettspiel-Retreat. Oh ja, das auch. Das auch. Stimmt, wir beide sind auf vielen Retreats dieses Jahr. Die Retreater. Wir, für alle, die das gerade nicht checken, wir beide fahren im, ich sag jetzt nicht wann, weil sonst kommen Leute dahin oder so. in den Schwarzwald. Wir fahren dieses Jahr in den Schwarzwald, ne? Ja. Also mit Marius auch, der wird da auch dabei sein. In meine Heimat. Ja, also mal gucken, wo genau dahin und so, ne? Aber, nach Hausach. Sag das doch nicht, dann kommen da Leute wirklich hin oder warten das ganze Jahr da. Wir sind eh nicht die ganze Zeit in Hausach. Ja, das stimmt. Es wäre auch so witzig, wenn da Leute hinkommen und dann so auf den Dorfplatz gehen und da warten. Und wir werden da auch was drehen, ne? Ja, wir werden bestimmt was drehen. Also die Leute werden daran teilhaben und wir beide machen auch noch mit zwei weiteren Freunden ein Brettspiel-Retreat demnächst. Mhm. Da freue ich mich auch drauf. Sehr. Dann finden wir uns vielleicht selbst, Alpe. Auf jeden Fall. Machen wir Yoga. Ich habe übrigens angefangen, auf meinem Handy Schach zu spielen wieder. Ich spiele seit ein paar Tagen wieder sehr intensiv Schach. Ich habe das wirklich jetzt Jahre schleifen lassen und ich habe da wieder richtig Bock dran gefunden. Darf ich einen slightly racist Witz machen? Oh, bitte nicht. Dann können wir das Dürüm-Gambit machen. Das Dürüm-Gambit? Ja. Ach so. Ja gut, okay, wenn es gegen Türken ist, der Rassist, dann ich gebe dir einen Pass. Ja. Ein Pass. Vor allem, wie oft ich mich schon über den Schwarzwald lustig gemacht habe. Ja, vor allem, was wir alles schon für idiotische Bauch. Da haben wir noch nie drüber gesprochen. Die Bauchbinden. Diese Bauchbinden, die wir seit in unseren sieben Videos. Jahren machen. Ja. Wo wir alle möglichen Wortwitze schon mit Schwarzwald und Türkei und mit alter Mann und sowas alles schon abgefrühstückt haben. Was, okay, das wird immer schwieriger und schwieriger. Wir machen jetzt unsere Top 3. Die besten, also für alle, die das nicht verstehen, wir haben in unseren Videos immer unseren Namen und dann denken wir uns für jedes Video wirklich gesondert so ein Wortspiel oder irgendeinen dummen Witz lassen uns dann einfallen, das zum Thema passt. Und wir haben sogar mal eine E-Mail bekommen von jemandem, der gefragt hat, welche Kreativmethoden wir anwenden, um das zu. Nee, in Wahrheit sitzen wir einfach da und welche dumme Scheiße. Aber welcher Filmtitel? Aber wir hatten ein paar, also wir hatten, sagen wir mal, der Großteil ist eher, naja, ja. Aber wir hatten ein paar Juwelen mit darunter. Ich hab schon zwei, habe ich mir schon ausgedacht. Glaube, Nummer eins ist, glaube ich, bei uns das gleiche. Ich glaube, es doppelt sich teilweise. Ja. Nee, auf einen bin ich, also zwei sind auf jeden Fall von dir in meinem Kopf und auf einen bin ich selber ganz stolz. Ich glaube, das hatte ich schon mal in einem Podcast erwähnt. Aber okay, wir machen es abwechselnd. Du zuerst ein. Okay, dann ist meine Platz drei ist Alpertourfahren, Iron Man. Iron Man, okay, Iron gut, Man. Den hatte ich nicht im Kopf, aber der ist wirklich gut, ja. Ich mag das, wenn das so ein ungelenkiges Wortspiel ist. Ja, so, ja. Iron Man, ja, total. Als ob jemand so schlechtes Englisch spricht mit Deutschland. Ja. Und es ist auch lustig, weil es wahr ist, ich liebe Iron. Ja. Ja. Es sei denn, da ist niemand kommt auf diese idiotische Idee, der Mango reinzupacken. Oh, ich liebe Mango-Iran. Es ist einfach falsch. Kirsch-Iran ist auch toll. Das gibt es. Ja. Finde ich falsch, bin ich dagegen, aber gut, wenn es dir schmeckt. Mein dritter ist, okay, dann nehme ich den von aus Bescheidenheitsgründen den von mir. Der eine, auf den ich stolz bin, ist war zu der Kritik von Sonic. Da war Alpertourfan nicht schnell und blau, dafür schnell blau. den fand ich gut. Das ist funny. Ja. Okay, ich hatte noch einen, auch, ich glaube, es war auch Alpertourfan. Es war zu einem Star Wars Video und es stand drunter, fährt gerne Toyota. Oh Gott. Der ist so schlecht. Dann hatte ich noch einen, das war definitiv einer von dir, den fand ich schon immer grandios, war Guardian of the Galatasaray. Den fand ich sehr witzig. Weil du Gala-Fan bist. Ja, ja, genau. Okay. Und Galaxy. Ich bin mal gespannt, ob unsere Nummer eins, ob das die gleichen sind. Hat es was mit einem fledermausigen. Ja. Ja, okay. Alpertourfahren. The Dark Knight Basmati Rises. Ja, der war grandios. Der war so gut. Schreibt uns mal in die Kommentare, so welches euer Lieblingsbauchwinde bisher war. Würde mich wirklich mal interessieren. Ja. Gut, Tor-Teaser. Vor allem, das Ding noch eine Sache dazu. Ja. Irgendwann wird's, finde ich, schwierig. Mhm. Bei Game of Thrones, wir haben so viele Game of Thrones-Videos gemacht, irgendwann war mein Kopf leer. Wir hatten quasi alle Wortspiele der Welt mit Game of Thrones durch. Das stimmt. Sollen wir jetzt vielleicht die News droppen, dass es eventuell keine House of the Dragon Folgenbesprechung gibt? Denn wir haben ein Problem. Ja. Wir haben festgestellt, dass 6 Wochen lang House of the Dragon. Also ich weiß nicht, ob es genau 6 sind, aber es sind auf jeden Fall mehrere Wochen. Ja. House of the Dragon und die Ringe der Macht, Rings of Power, die Herr der Ringe Serie, werden sich überschneiden
wir müssen uns quasi, also weil es wirklich sonst einfach nicht machbar ist und wir dann, wir wollen noch ein anständiges Leben führen und nicht direkt im Burnout landen. Sonst müssen wir in noch ein Retreat gehen dieses Jahr. Also eine Folgenbesprechung zu machen, ist schon anstrengend. Zwei parallel zu machen, ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Das tut mir wirklich leid. Wir müssen uns für eine dieser beiden Serien entscheiden. Mhm. Das heißt aber nicht, dass wir nicht über House of the Dragon sprechen. Wir werden Videos darüber machen, bestimmt. Wir werden. Wir haben schon überlegt, ob wir das zum Podcast. So, genau, im Podcast quasi dann immer so einen kleinen Teil, die aktuelle Folge besprechen. Ich werde es auf jeden Fall gucken und darüber sprechen wollen. Also auf jeden Fall. Oder einfach so ein kurzes, also so eine Mini-Folge besprechen, so kurz eine Minute, wie fanden wir es? Genau. Und ich glaube eher, dass es dann die Ringe der Macht sein wird, ne? Die Folgenbesprechung. Also weil irgendwie ist so. Game of Thrones ist immer noch so ein bisschen tot. Ich hab dich gefragt, worauf du mehr Lust hast. Du hast ganz offen gesagt, Herr der Ringe. Und dann ist das für mich auch okay, weil für mich wäre es. Der Game of Thrones-Zug ist jetzt abgefahren, sorry. Mal abwarten, wie House of the Dragon wird. Aber und die anderen fünf. Ne, ich habe auch jetzt mal gelesen, nochmal, es waren ja immer so fünf Spin-off-Serien in Aussicht. Und das Ding ist, die haben ja sich entschieden, eine zu machen. Ja. Und haben das dann während der Produktion auch noch mal umgeswitcht, also während der Vorproduktion. Das war noch mal vorher geplant? Vorher war es Blood Moon, ne? Das quasi so 3000 Jahre bei der ersten Langen Nacht spielt. Also 3000 Jahre vor dem 8000. Oder 8000. 8000. Ich weiß so nicht mehr die Zahlen richtig. Ja, 8000 was. Ja. Aber ja. Gut. Genau, und nee, dass George R. R. Martin geschrieben hat, dass die anderen Ideen trotzdem noch in der Produktion sind. Ja, und dann hat George R. R. Martin Elden Ring gemacht. Ja. Und alles außer Winds of Winter. Das blöde sechste Buch. Ja. Gut, bevor wir diese Wunde in unserem Herzen, ich verarbeite ja immer noch das Trauma in all den Jahren. Ich habe übrigens Elden Ring angefangen. Ich habe dir das ja schon erzählt. Ja. Das nur so nebenbei, aber ich überlege also einfach. Ich hadere damit, ob ich das weiterspielen soll, weil ich einfach die Zeit brauche und will, gerade für Filme und Serien, über die wir gleich noch sprechen werden. Ja. Du hast aber gerade über eine Wunde in deinem Herzen gesprochen, ne? Ja. Und es gibt eine Person, die hat jetzt eine Wunde an ihrem Kopf. Wer? Dank Ezra Miller. Ach so. Ja. Ja, Ezra Miller. Was ist da passiert? Der war ja in den News schon im März, weil er festgenommen wurde, weil er in einer Karaoke-Bar einer Frau das Mikrofon aus der Hand gerissen hat und sich auf einen Mann gestürzt hat, der Dart gespielt hat. Der hatte dann $500 als Strafe bekommen. Mhm. Und jetzt ist halt wieder was passiert. Er hat die Nacht dann auch in der Zelle verbracht damals, ne? Glaube ich, sowas habe ich mitbekommen. Und jetzt ist wieder, also das war auf Hawaii, auf einer hawaiianischen Insel, sollte man vielleicht sagen. Und jetzt ist er erneut, ich weiß nicht, ob es auf derselben hawaiianischen Insel war, aber er ist erneut in Hawaii, auf Hawaii, ich glaube, es geht beides, festgenommen worden. Genau. Und zwar hat er sie einen Stuhl nach einer Frau geworfen. Und dieser Stuhl hat dann diese Frau am Kopf verletzt. Das ist alles bestätigt, das ist alles wirklich passiert. Genau. Ne? Die Frau hat aber, soweit ich weiß, ihre Anzeige zurückgenommen. Und es gibt auch keinen Grund dafür, warum. Also der wurde zumindest noch nicht genannt. Vielleicht ist sie Fan. und da war sogar noch was im Hintergrund, oder? Ja, ich hatte irgendwas gelesen von, dass er, das weiß ich aber nicht, ob das bestätigt ist, dass er diesen zwei Leuten irgendwie den ins Zimmer gestürmt ist. Ganz komisch. Ganz komisch. Ich hatte aber noch irgendwas von einer Autogeschichte im Kopf. Ach so, ja, das war auch noch was. Alles auf Hawaii übrigens. Kurz übrigens, er selbst bevorzugt die Pronomen übrigens they und them. Wenn man das weiß, dann sollte man das respektieren, finde ich. Ja. Deswegen sorry, falls wir er sagen. Also das rutscht uns dann einfach raus. Ja. Lass uns bei Ezra Miller bleiben. Okay. Ezra Miller spielt aber ja auch Credence in Fantastische Tierwesen. Eigentlich ist Ezra Miller geplant als der große Flash. Ich meine, der ist in zwei Riesen-Franchises. Ezra ist in zwei riesigen Franchises. Beide von Warner Brothers quasi. Ich meine, das sind ja Karrierechancen. Also, das ist ja eigentlich, diese Karriere ist ja sowas von groß in den Sternen quasi schon geschrieben. Ja. Und irgendwie gefühlt durch diese Aktion ist das jetzt alles echt schade. Ein bisschen verpufft. Ist irgendwie ein bisschen tragisch. Ja. Was ich mich wirklich frage ist, ich meine, wir haben Fantastische Tierwesen 1, 2 und 3 gesehen. In 2, The Crimes of Grindelwald, finde ich, wird sehr stark angedeutet, dass es viel um diesen Credence gehen wird. Mhm. Viel. Und dann haben wir jetzt vor kurzem Dumbledores Geheimnisse gesehen, den dritten Teil. Also und wir Credence, haben Dumbledores Geheimnisse gesehen, aber wissen ja noch nicht so genau, was Dumbledores Geheimnisse eigentlich sein sollen. Und ich finde, also Credence ist da höchstens so eine
Ich habe im Internet gelesen, das fand ich ziemlich witzig, er wirkt darin wie so ein Kylo Ren Cosplayer. Das stimmt. Ja. Und er wirkt aber halt auch erst maximal so eine Fußnote, finde ich, in dem Film. Der genau. spielt eigentlich wirklich keine Rolle. Wie Catherine Waterston, die ja auch quasi ja. da so aus dem Film rausgeschrieben wurde. Bei ihr war es aber eine ziemlich, ich glaube, sie hatte eine ziemlich heftige Corona-Erkrankung, oder? So ja. habe ich das hab ich gehört. Was man aber auch immer wieder so hinter den Kulissen hört, willkommen bei Cinema Strikes Red. Ja. Da gab es ja diesen großen Aufschrei ja. wegen J.K. Rowling, weil sie sich oh, ja. öfters mal als transfeindlich geäußert hat. Ja. Und dass Catherine Waterston sich da auch vehement dagegen gestellt hat und dass das vielleicht ja. auch ein Grund sein könnte, dass J.K. Rowling sie da rausgeschrieben hat aus dem Ding. Aber ja, das ist jetzt auch also, nur eine Vermutung. Ja. Also das ist nur so ein Gerücht. Ja gut, aber hätte sich nicht jemand wie, es fällt mir Newt Scamanders Name gerade nicht ein, Eddie Redmayne sich nicht auch dagegen ausgesprochen in irgendeiner Form? Ich meine, der hat ja auch in The Danish Girl die Hauptrolle mhm. gespielt und das großartig. Also Daniel Radcliffe hat ja Daniel Radcliffe hat einen sehr langen Artikel ja. drüber geschrieben, einen offenen Brief. Gut, über J.K. Rowling. Und die TERF-Geschichte, die transfeindliche Geschichte, ich stehe da auch dem wirklich äußerst kritisch gegenüber. Mhm. Für mich da, übrigens hat Alice Schwarzer jetzt, finde ich, auch ganz ähnliche Worte so vom Vibes, Stapel gelassen, ja. ja. Und hat sich selbst in eine Gruppe gepackt mit J.K. Rowling. Deswegen, ich bin nicht derjenige, der diesen Vergleich zieht. Ich finde das alles sehr, sehr schwierig. Aber unabhängig von all dem, wie es jetzt, also ich könnte mir vorstellen, dass das gesamte unabhängig von dem, Albert, was hast du heute Morgen gegessen? Nein, unabhängig von alledem, was ist, spielt es vielleicht eine Rolle, was mit und um, sorry, das war mein Handy, ich mach mal Flugmodus, ganz professionell, was um Ezra Miller herum passiert, ob das vielleicht nicht eine Rolle gespielt hat, was die Rolle von Credence angeht. Ob er vielleicht nicht, also vielleicht war es hier geplant. Ich könnte mir das vorstellen. Das ist nur eine reine Vermutung, die ich komplett in den Wind gerade rausschieße, dass vielleicht Credence eine viel größere Rolle einnehmen sollte im fantastische Tierwesen-Universum ja. und dass man da jetzt davon zurückgetreten ist. Und ich frage mich auch, ich bin gespannt, wie es mit The Flash weitergehen wird. Also, ich meine, andere Stars wurden schon für weniger abgesägt mhm. als Ezra Miller. Und ich meine, gerade wo wir auch bei Fantastische Tierwesen sind, in dem gesamten Johnny Depp Amber Heard Vorfall ist ja auch eine Menge passiert. Oh, ey, was man auch hört, dass dann plötzlich Elon Musk und James Franco aussagen werden. Ja. Wir halten euch also dann wahrscheinlich dann auch auf dem Laufenden. Es sind Videos aufgetaucht mit Affären, mit Amber Heard und, also die hat Johnny Depp zumindest im Gericht vorgelegt, ja. Von Amber Heard mit Elon Musk und James Franco. Und diese Schlammschlacht zieht halt einfach immer weitere Kreise, ja. Ja, ich meine, wenn du vorstellst, in meiner Gerichtsverhandlung sagen Elon Musk und James Franco, das ist doch so absurd. Irre, ja. Aber vor allem das Krasse ist ja auch, dass, ich meine, keiner von uns, weder du noch ich, Marius auch nicht, niemand möchte, dass Cinema Strikes Back irgendwie so ein Klatschformat wird, in dem wir über die Beziehungen von Stars sprechen und der hat mit dem gestellt, das ist mir alles wurscht. Aber die Sache ist ja die, dass so ein Vorfall einfach auch einen großen Einfluss dann auf die tatsächlichen Filme nimmt und auch darauf, wie die Filmwelt dann von der breiten Masse irgendwie wahrgenommen wird. Und das hat ja alles einen direkten Einfluss darauf, wie Filme entstehen und wie die werden am Schluss. Ich meine, deshalb ist ja auch unter anderem Johnny Depp jetzt nicht bei Fantastische Tierwesen eben, mit dabei ganz gewesen. Genau, ja. Ja. Und wie es dann auch noch aussieht mit Amber Heard und Aquaman, das ist ja auch immer, ja. geht's auch hin und her. Ja. Und also für alle, die es nicht wissen, Johnny Depp wurde ja wegen dieser, also Amber Heard hat ihm vorgeworfen, auch ihn zu schlagen und so. Mhm. Sie zu schlagen. Und gerade sieht die Indizienlage wohl so aus, dass das überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Und Johnny Depp wurde halt trotzdem wegen dieser Geschichte von als Grindelwald abgesägt. Ja. Und da sitzen wir jetzt nun. Das ist krass. Und ja. Mads Mikkelsen ist allerdings auch großartig gewesen. Ja, das muss man ja auch. Die von Anfang an Handy nehmen. Ich glaube, dann wäre die Reihe schon viel besser gewesen. Ja. Dann hätten die den ersten Teil Fantastische Tierwesen, dann hätten wir einen Newt Scamander abgehakt, dann hätte der vielleicht sein eigenes Franchise bekommen, wo er immer irgendwelche Tiere streichelt. Und ja. dann hätten wir so noch einen Film gehabt: Grindelwald versus Dumbledore. Ey, du machst Scherze darüber. Ich hätte es gefeiert, wenn Fantastische Tierwesen auch wirklich ein Franchise wirklich über Newt Scamander gewesen wäre mhm. und Newt Scamander da wirklich die ganze Zeit Tiere streichelt. Weil das fehlt mir, das nervt mich so an 2 und 3, dass es so komplett von dieser Newt Scamander und der Gruppe weggeht. Figuren, die ich eigentlich im ersten Film wirklich irgendwie bezaubernd fand. Ich fand auch die Freundschaft zwischen Newt und Jacob irgendwie bezaubernd und süß und ich mochte das. Und die gehen jetzt komplett mit dem zweiten und dritten Film davon weg. Und das finde ich echt schade. Ja, ich bin gespannt, was dann auch der nächste Filmtitel wird, ob das wieder sowas. Newts Geheimnisse, Newt. Oh, das ist wirklich Grindelwald versus Dumbledore.
Einfach, dass man so viel wie möglich so SEO-optimiert arbeitet im Titel. Ja, absolut. Ja. Ja, aber das ist ja eh der nächste Schritt, ne? Dass Filmtitel auch noch SEO-optimiert werden, also Suchmaschinen optimiert werden. Mhm. Das ist nur noch der nächste. Ich wette, das wird auch schon teilweise hinter den Kulissen bedacht und besprochen. Ja, da haben sich, hast du zum Beispiel Toy Story 4, alles hört auf kein Kommando. Oh Gott. Ja, aber das kein, da ist das K doch sogar noch in Klammern, ne? Ja. Alles hört auf. Richtig umständlich. Ja, gut, das ist der deutsche Titel, aber der ist wahnsinnig umständlich. Gut. Ja. Weißt du, was auch umständlich ist? Eigenen Netflix-Account zu kreieren, ja, ne? Damit kommen wir zu Netflix. Und was passiert da? Also, Netflix sollte euch ja ein Begriff sein. Das ist ein Streaming-Dienst, der hat gerade 222 Millionen zahlende Abonnentinnen und Abonnenten weltweit. Bist du einer davon? Ich bin einer davon. Ich bin einer davon, ja. Ich meine, sonst hätte ich mir zum Beispiel Better Call Saul Call nicht anschauen können. Ja. Und Better Saul Call ist besser als Better Call Saul Call. Genau. Und jetzt im ersten Quartal kam etwas raus, was Netflix nicht so gut gefällt. Und zwar haben die 200.000 zahlende Abos verloren. Das erste Mal in 10 Jahren, dass Netflix also einen Rücklauf hatte. Ja, die Grenzen des Wachstums quasi. Die Grenzen des Wachstums. Im zweiten Quartal 2022 wird so geschätzt, dass noch mal 2 Millionen Leute auch ihr Abo kündigen werden. Mhm. Das heißt, das geht gerade sehr zurück. So der Tipping Point ist quasi erreicht. Ja, also natürlich spielt es eine Rolle, dass man spricht ja von der Fragmentierung des Streaming-Markts. Also dass es einfach immer mehr Streaming-Dienste gibt und die auch alle irgendwie was Neues oder was anderes zu bieten haben und dass man gar nicht mehr diesen einen Dienst hat. Früher war es ja wirklich eine ganze Zeit lang wirklich, da hat irgendwie das Netflix-Abo gereicht. Ja, und Amazon Prime haben halt auch schon so viele gehabt, einfach nur wegen dem Versand. Genau. Und das war dann halt einfach auch dabei. Ja, und dann haben die zwei Sachen irgendwie gereicht. Aber jetzt kommen halt plötzlich, also Disney Plus ist natürlich ein Riesenplayer geworden, Apple TV Plus und so, Hulu, ja. Dann gibt's noch Crunchyroll für Anime-Fans. Also was halt, glaube ich, auch in den USA richtig krass ist, ist HBO Max. Weil du da die ganzen Kinofilme anschauen kannst, die gerade bei Dune ist ja quasi auch direkt gestartet mit. Absolut. Also, was halt bei uns noch nicht so sehr angekommen ist, aber HBO Max sollte man auf jeden Fall sich merken. Vielleicht kommt das ja auch irgendwann. Natürlich sorgt es dafür, dass auch die Online-Piraterie dann wieder bergauf geht. Also, dass es wieder viel mehr Online-Piraterie gibt. Ja. Und ich habe auch gelesen, dass es halt irgendwie auch ein ganz normaler Prozess ist, dass wenn ein riesiges Aktienunternehmen wie Netflix dann eben plötzlich zum ersten Mal in 10 Jahren rückläufige Zahlen hat, was ja auch irgendwo natürlich, also es ist ja irgendwo auch nachvollziehbar, weil diese Firma ist einfach schon so unglaublich gigantisch. 222 Millionen. Ja, das sind mehr Leute als in Deutschland allein. Ja. Und da muss man sich halt als, also gerade für die Gesellschafter und so, muss man sich irgendwie, das sind eher so Shareholder, ich weiß nicht, ob das richtige Wort auf Deutsch Gesellschafter ist, ich glaube nicht, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Aber dass die Shareholder, um denen halt irgendwie noch mehr Profit und mehr bessere Zahlen irgendwie präsentieren zu können, muss man sich halt plötzlich anfangen, ganz, ganz verrückte Wege und Sachen, also zu Mitteln zu greifen, die man sich sonst eigentlich nicht rausnehmen wollte. Und das macht Netflix jetzt scheinbar. Genau, und zwar wollen die zukünftig vielleicht Passwort-Sharing abschaffen. Das heißt, ihr kennt das ja vielleicht von zu Hause. Wer kennt's nicht? Ihr habt irgendwie einen Freund, ihr habt mit dem mal zusammen gewohnt, ihr habt euch einen Netflix-Account geteilt, habt immer die Hälfte quasi dafür berappt und habt dann quasi das Passwort geteilt. Das geht dann auch immer noch weiter. Dann kommt vielleicht noch ein Freund dazu. Bei irgendwelchen WGs sind dann mehrere Mitbewohner. Ja. Und teilweise geht das ja dann auch. Der eine nutzt einen Account in der einen Stadt und der andere nutzt einen Account in der anderen Stadt. Und Netflix will das jetzt vielleicht verhindern. Also Netflix wusste das vorher natürlich schon. Die sind ja nicht doof. Ja. Haben das aber immer toleriert. Also das gab damals ja auch sogar Pressemitteilungen und so weiter. Wir werden nicht dagegen vorgehen. Ja. Jetzt ist halt ein Teil davon. Das gehört halt dazu. Ja. Und jetzt ändert sich aber der Ton. Ja. Ja. Was sagst du dazu? Sitzt du in der Tinte?
Vielleicht. Das will ich an dieser Stelle mal offen lassen, einfach, dass ich ein bisschen mysteriöser bin. Ja. Also ich sitze nicht in der Tinte, aber es ist schon ein sehr, sehr heikler Move, wie ich finde. Und ich erlebe es gerade bei, hast du zum Beispiel die gesamte Problematik um The Zone mitbekommen, den Sport-Streaming-Dienst. Oder Dazn, wie ich das gerne sage. Dazn, wie du es nennst. Also ich habe zum Beispiel The Zone und ich werde mein The Zone-Abo definitiv kündigen. Also ich weiß, dass das zum Beispiel bei der Bundesliga, glaub, oder so bei Fußball allgemein ist, dass du früher hast du, ganz früher hast du zum Beispiel nur Premiere gebraucht. Ja. Da war dann alles mit dabei. Ja. Was dann irgendwann Sky wurde. Ja. Und inzwischen ist das alles so aufgedröselt, dass teilweise Spiele bei Amazon laufen, teilweise bei der Zone, teilweise bei ARD, ZDF und alles irgendwie so ein cooler Modell. Es ist super nervig. Es ist super nervig. Aber wenn du, wie ich, eh nur so zwei Competitions guckst, also zwei Sachen, also ich gucke zum Beispiel die türkische Liga und die Champions League, das sind so die zwei Sachen, die ich gucke. Und deswegen hatte ich halt einmal, ich zahle für so einen türkischen Streamingdienst, der mir die türkische Liga zeigt. Wie heißt der? Digitürk Play. Digitürk Play. Genau, ist aber, glaube ich, also beIN Sports, irgendwie sowas. Ist egal, zeige ich so, ich habe im Jahr 100 Euro, zeige ich dafür. Mhm. Und ich zahle zusätzlich noch für The Zone, weil ich gerne auch Champions League gucke und Europa League und sowas und The Zone das größtenteils zeigt. Also, was heißt größtenteils? Das ist es nämlich, größtenteils, genau. Es gibt Ausnahmen, ja. Und die Sache ist die, dass The Zone bisher immer 10 Euro gekostet hat im Monat oder sowas in der Art, ne, um den Dreh. Die wurden auch, ich glaube, die haben mal sogar nur 7,50 gekostet. Und dann 10, und das habe ich alles toleriert. Und weißt du, was jetzt die neue Preiserhöhung ist? Von 10 auf 30 Euro im Monat. Das ist doch absurd. Und es ist absurd. Also ich werde natürlich auf jeden Fall mein Abo kündigen. Aber das hat für ganz schöne Furore gesorgt. Leute drehen durch, verständlicherweise. Und du kannst gar kein The Zone ist, ich weiß nicht, ob du es weißt, The Zone ist auf YouTube super erfolgreich mit ihren Clips und Zusammenfassungen von Fußballspielen. Ja, bei mir wird das, wenn ich bei CSB eingeloggt bin, wird mir manchmal so an der Seite auch so Videos angezeigt, weil ich dann ich weiß, okay, die dann gucke. Ja. Ja, ich gucke gerne mal Fußballzusammenfassungen. Aber das ist so, es ist halt wirklich so, dass die auf YouTube eigentlich super erfolgreich sind. Und egal, in welches Video du klickst, die Top-Kommentare sind immer dieselben. Irgendein Witz über die Preiserhöhung. Also die Leute drehen wirklich durch. Mhm. Und es kommt noch erschwerend hinzu, dass vor 2-3 Jahren der The Zone-Chef, frag mich jetzt nicht nach dem Namen, es tut mir leid, der hat David wirklich Zone. Der David Zone, ja, Gründer von The Zone, hat gesagt, dass die auf gar keinen Fall in Zukunft, dass sie niemals so ein Modell machen wollen, dass sie jetzt irgendwie ganz viele Leute locken mit einem Angebot von 10 Euro im Monat und dann aber eine Preiserhöhung von 200-300% haben werden. Irgendwie sowas hat er gesagt. Und ja, also, ne? Ja. Das passiert jetzt. Willkommen im Late-Stage-Capitalism, würde ich es nennen. Aber dann will ich dieses Fass will ich gar nicht erst aufmachen. Ja, also ich meine, so aus Sicht von Netflix macht das ja vielleicht durchaus Sinn. Aber wenn man dann sich halt so in diese Leute, die in deine Abonnenten und Abonnentinnen reinversetzt, dann muss man doch einfach mal so überlegen, so, machen die das überhaupt mit? Oder ist das dann nicht so eine Sache, die einen noch weiter in den Abgrund reißt? Weißt du, was die Sache ist? Das ist aber genau das, was du eben gesagt hast. Wenn ich wüsste, dass dieses Paket mir wirklich alles an Fußball bietet, was ich sehen möchte und was es so gibt, ne? Ja. Wenn da Champions League drin wäre, türkische Liga, Euro. Bundesliga und so weiter, und es war ohne Wenn und Aber für 30 Euro, dann würde ich sogar sagen, okay, das ist es mir wert, das zahle ich. Das war wirklich gar nicht so wenig Geld, aber ich zahle das. Aber selbst das hast du ja nicht. Und ich interessiere mich, dann läuft da super viel Boxen und UFC und Tennis und was weiß ich. Das sind alles so Sportarten, die ich halt persönlich einfach nicht gucke. Mhm. Und das brauche ich halt einfach nicht. Das ist wie mein Handyvertrag, wenn dann die jeweilige Unternehmen mir argumentiert, ja, aber sie haben in dem Paket auch noch das und das und das. Ja, das brauche ich nicht. Geh mir nicht auf die Nüsse. Mir ist das völlig egal. Ja. Sie können auch auf unsere Filmdatenbank zugreifen, in der wir Filme haben wie Kein Ohrhasen und Vaterfreuden. Nee, brauche ich nicht. Dazu kommt natürlich erschwerend, dass Netflix auch so in den letzten Jahren auch so generell an Prestige verloren hat, weil die so viele Rohrkrepierer produziert haben. Das war. Und so eine Masse. Und was halt auch, glaube ich, ganz viele Leute abfuckt, was denen vielleicht auch gar nicht so bewusst ist, ist, es gibt ja ganz viele Serien, da gibt es eine Staffel und dann wird die abgesetzt, weil es nicht direkt geklappt hat. Ja. Und ich meine, das schreckt halt auch Leute ab. Ich habe halt zum Beispiel keinen Bock, irgendwie sowas wie End of the Fucking World, das haben die doch auch einfach abgesetzt. Ja. Wie hieß denn? Ah ja, ich habe auch die Serie gesehen, I Am Not Okay With This. Ja. Und die hat eine echt starke erste Staffel und die endet auf einem Cliffhanger, der ist richtig, also das Ende ist mega, mega von der Serie. Und ich habe mich total darauf gefreut, dass es weitergeht.
abgesetzt. Ja. Also vielleicht ist es dann auch in Zukunft so, dann habe ich irgendwie keinen Bock mehr auf Netflix. Und dann hole ich mir das halt, du kannst halt immer monatlich deabonnieren. Und ich bin bei sowas, ja. Ich merke mir sowas, ich stelle mir Wecker und sowas. Ich bin auch nicht so jemand, der in der Abo-Falle drin hängt. Ich auch, ich mache das mittlerweile auch. Ich mache mir Tasks und wenn ich mir von irgendwas einen Probemonat hole, dann bleibt es auch wirklich bei dem Probemonat. Aber ja. Ich habe zum Beispiel, was man ja auch dann dazu sagen muss, gerade wenn du vom Prestige sprichst, was Netflix eigentlich seit vielen, vielen Jahren immer vorhatte, um eben das Prestige zu steigern, war es, den Oscar zu gewinnen. Mhm. Und den hat jetzt Coda gewonnen. Also das heißt, Apple TV Plus gibt es seit nicht so langer Zeit wie Netflix. Und die haben dieses Rennen quasi gewonnen. Ja. Also Coda ist eine Apple TV Plus Produktion, eine Apple Produktion zumindest, und hat den Oscar als bester Film gewonnen. Ob das jetzt, rechtens ist, ist eine ganz andere Frage. Also ob das klar geht, ist eine ganz andere Frage. Ich mag den Film nicht so sehr. Aber trotzdem, dieses, also was Netflix auch mit The Irishman und mit den ganzen riesigen Filmen eigentlich schon seit Jahren vorhat, nämlich den Oscar zu gewinnen, haben sie nicht geschafft. Ja, ich meine, wenn du auch überlegst, was die an Unsummen für Geldern ausgeben für Filme, die dann auch gar nicht so geil sind, sowas wie. Zum Beispiel? Jetzt in letzter Zeit, wie hieß er denn? Fresh? Nee. Von mit Gal Gadot und Ryan Reynolds. Red Notice? Red Notice, oh, danke. Gott. Guck mal, selbst der Titel ist so generisch, dass mir den nicht mehr einfällt. Der gesamte Film ist generisch. Hat der nicht auch so über 200 Millionen gekostet? Der war super teuer, ja. Guck mal kurz, wie viel der gekostet hat. Der hat über 200 Millionen gekostet. Aber soweit ich weiß, war der auch relativ erfolgreich, aber der Film war halt einfach Grütze. 200 Millionen. Ja. Der Film war ziemliche Grütze. Naja. Das Budget sollte zwischen 125 und 150 liegen. Ja. Und kam 200 Millionen war es dann. Also, weil es einfach ausgeufert ist oder gab es da einen besonderen Grund? Weil bei The Northman ist es zum Beispiel so, der Film sollte 60 Millionen US-Dollar kosten und ist durch Corona-Sicherheitsvorkehrungen ist der, glaube ich, wirklich um 20 oder 30 Millionen teurer geworden. Mhm. Also, was das heißt, diese Corona-Schutzmaßnahmen haben ein Drittel des Budgets dann letzten Endes ausgemacht. Ist schon heftig. Also, der sollte so viel kosten, aber da Dann sind noch Ryan Reynolds und Gal Gadot dazugekommen und dann war es plötzlich 40 Millionen teurer. Ach, das war geplant als reiner The Rock-Film? Ich weiß nicht, ob es als reiner The Rock-Film war, aber und ob man dann vielleicht noch ein, zwei andere reinholt, aber Gal Gadot und Ryan Reynolds haben halt jeweils 20 Millionen US-Dollar bekommen. Ich muss ganz ehrlich sein, ich werde nie verstehen, warum Gal Gadot als so begrenzte, na, das ist ein bisschen zu hart, aber mit ihren schauspielerischen Fähigkeiten so viel mehr Geld verdient als alle anderen Hollywood-Stars aktuell. Du hast mir vor kurzem noch so einen Clip aus Wonder Woman 1984 geschickt. Why are you doing this? Ich weiß nicht, was das Zitat war, aber ja. Was sagst du? Wie kommt man da jetzt raus? Das ergibt so irgendwie für die wahrscheinlich Sinn für Netflix. Ja. So. Gerade aus einer Business. Aus einer Business-Perspektive raus. Ja. Aber ich glaube, da schießen sie mit ins eigene Bein noch. Das kann sein, das kann sehr wohl sein. Wie gesagt, es wird allgemein für den Nutzer, die Nutzerin irgendwie immer schwieriger, gerade mit den ganzen Streaming-Angeboten. Und ich muss ganz ehrlich sein, wenn man mir jetzt eine Waffe an den Kopf halten würde und sagen würde, du kündigst jetzt alle deine Streaming-Dienste bis auf einen. Okay, spiel mal das Spiel. Okay. Was wär's bei dir, was wär's bei mir? Bei mir wär's nicht Netflix, muss ich ganz ehrlich sein. Früher war's, es war jahrelang immer Netflix. Ich habe immer gesagt, ja gut, das ist auf jeden Fall gegeben, das Netflix-Abo. Ich muss aber ehrlich zugeben, zum Beispiel aktuell nutze ich beispielsweise Apple TV Plus eigentlich mehr. Ja, ich springe da immer so ein bisschen auf. Ich hole mir dann für einen Monat Apple TV Plus. Ja. Zum Beispiel dann, als ich unbedingt Foundation sehen wollte und dann halt noch ein paar andere Sachen abgeklappert hat. Und dann habe ich einfach nach dem Monat, war ich halt raus. Bei Sky mache ich das auch immer mal wieder. Wie geht das mehrmals? Darf man das? Ja, klar, mehrmals du hast immer einen Monat Kündigungsfrist. Okay. Also du zahlst halt für einen Monat und dann meldest du dich direkt ab. Also du kannst es aber nie zwei Monate am Stück nutzen, oder wie ist das? Doch, ich kann das schon machen, aber ich melde mich halt an, zahl einmal das Geld und melde mich eigentlich direkt wieder ab. Und das Abo läuft dann quasi noch den Monat aus. Da muss ich das verstehe ich, dass du es dann einen Monat hast. Aber du musst doch. Ich dachte, man darf diesen Probemonat nur einmal nutzen. Nee, ich zahle dafür. Das ist ja nicht der Probemonat. Ah, nee, jetzt verstehe ich. Ich zahle dann immer 6, 7, 8, 9 Euro für den Monat. Ja. Okay. Aber ich kündige halt direkt das Abo. Ja. Und dann ist das ja noch aktiv für einen Monat. Ja, das ist ja. Also, okay, so krass wie du mache ich es dann doch nicht. Aber das ist schon ganz schön viel Arbeit mittlerweile, oder? Also, dass man sich auch dann immer wieder. Ja, das kommt auch bei Sky oder sowas, ist es ja immer ein Hickhack. Ich muss immer mal ein bisschen über Sky hin.
Macht das besser, macht diese Oberfläche besser, macht diese Anmeldung alles besser und diese Jugendschutzpins. Du musst für jede einzelne Folge, wenn die eine 16er-Freigabe hat, musst du das immer draufklicken und musst deinen blöden Jugendschutzpin eingeben. Weißt du, was mich genervt hat am Rechner, dass man dieses dumme Programm runterladen muss und das nicht einfach im Browser oder so gucken kann? Es gibt keine Apps. Und teilweise. Es gibt keine Apps. Und also alles. Also ich weiß aber nicht, wie der aktuelle Stand ist. Vielleicht haben sie sich ja gebessert. Bitte. Bitte, wir bitten darum. Ja. Denn es gibt viele tolle Sachen, auch auf Sky. Aber welchen Streamingdienst würdest du jetzt nicht Also behalten, wenn es wirklich ein einziger und mal von dem ganzen Sport abgesehen. Ich glaube wirklich, ich muss ganz ehrlich sein, vielleicht ist es aktuell wirklich entweder Apple TV Plus oder Disney Plus, glaube ich. Ja, ach stimmt, Disney Plus. Stimmt, das hab Disney ich Plus vergessen. Hat auch verdammt viel, was ich gucke aktuell. Na, ich bin auch immer viel bei Amazon unterwegs, weil die halt auch eine echt gute Filmauswahl haben an sich. Also immer, wenn ich mache immer so einmal im Vierteljahr Netflix, Amazon-Tipps. Ja. Und da finde ich bei Amazon immer schon einfacher Sachen. Also die haben halt eine viel größere Auswahl. Es gibt, ich gucke aber auch. Power kommt dann halt, ne? Ja, das stimmt, das ist ein Argument. Ich gucke aber auch Moon Knight aktuell. Und das allein deswegen, das will ich jetzt nicht mittendrin. Also da wäre es auch vielleicht Disney Plus. Ey, und Disney Plus wird ja auch immer krasser und krasser, weil die halt auch diesen ganzen, ihr ganzen Kataloginhalt von 20th Century Fox da hoch. Ja, und weil Disney einfach alles aufkauft, was existiert. Ja. Also, ne? Ich bin mal gespannt. Es gab früher immer die Big Six, seit Fox aufgekauft wurde. Jetzt gibt es nur noch die Big Five. Also, was zählt erst dazu? Disney, Warner Bros., Paramount, und? Universal und Sony. Und mal gucken, wie das ist. Es wird irgendwie immer weniger. Ja, und Sony hat ja noch MGM aufgekauft. Ja, das kommt auch gut. Die zählte man, glaube ich, nicht zu den Big Six. Aber ja, gut, ne? Was sollen wir da machen? Ja. Das ist dann. Was? Okay, komm, hauen wir. Entweder wird das jetzt kommen oder nicht, ich weiß nicht, aber wir machen es einfach. Okay, jetzt kommt der Einspieler und er kommt vielleicht jetzt. Boah, ist das cool, Alf, oder? Das war schon ziemlich cool. Ja. Vielleicht wird es ja dann auch noch zu anderen Formaten, anderen Kategorien auch noch so coole Einspieler geben. An dieser Stelle danke an Levin. Danke, Levin. Der das macht, der auch Social Media Producer bei Cinema Strikes Back ist. Genau. Und unser Cinema Strikes Back Instagram-Account at Cinema Strikes Back hat vor kurzem eine Hürde überschritten, nämlich von 40.000 Abonnenten und Abonnentinnen. Und, wir haben Levin dafür einen Orden verliehen. Ja, haben wir? Ja, den Cinema Strikes Back Orden der Ehre. Ehre. was läuft bei dir? Du hast angefangen mit Better Saul Call Saul. Also, Moment. Ich will damit anfangen, diese Geschichte zu erzählen. Und zwar hat mir ein lieber Freund eine Nachricht geschrieben. Und zwar war dieser liebe Freund der Marco von Nerdkultur. Mhm. Und er hatte mich nämlich gefragt, unrelated dazu, egal, guckst du eigentlich Better Call Saul? Da habe ich geschrieben, noch keine einzige Folge. Er hat mir das für die letzte Staffel aufgespart. Und dann hat er geschrieben, die entgeht was, kein Grund mehr zu warten. Leg los! Und weißt du, was ich gemacht habe? Du hast angefangen. Ich habe angefangen. Ja, weil die letzte Staffel, die sechste, ist doch jetzt auch die letzte. Genau. Ja. Die wird so in zwei, das ist auch ein bisschen weird für Netflix-Verhältnisse, die wird in so zwei Etappen veröffentlicht. Ja. Die erste Etappe jetzt im April starten die ersten paar Folgen. Mhm. Und ich glaube, im Juni startet der zweite Part. Also nicht wie früher Netflix das gemacht hat, einfach alles auf einmal zu veröffentlichen, sondern in zwei Etappen. Mhm. Und das machen die übrigens auch jetzt bei Stranger Things. Ja, ah, und Stranger Things kommt zeitgleich mit Kenobi raus, Mitte Mai. Ne? Ja, aber der erste Part dann, glaube ich. Das ist verwirrend. Ja. Weil das ist ja eigentlich auch so eine Sache, was die immer gesagt haben, davon werden die auch nie absehen. Also die werden immer alles gleichzeitig releasen. Aber vielleicht merken die, dass es halt schon irgendwie geiler ist, wenn man von Woche zu Woche veröffentlicht, dass das einfach so generell so mehr Buzz generiert. Ja. Das stimmt, aber die Sache ist halt auch die, dass wir, also das wird auch schwierig für uns. Wir machen ja eventuell sehr, sehr wahrscheinlich Folgenbesprechungen zu Kenobi. Ja. Und an dem Freitag kommen halt direkt die ersten zwei Folgen raus, am so und so 4. Mai. 19. Ja, und eigentlich sollten die ja am Mittwoch schon rauskommen. Ja, genau. Und zeitgleich startet dann, wirklich am selben Tag, startet dann die Stranger Things 4, Staffel 4. Und ich hab mich eigentlich drauf gefreut. Also, fand die letzte Staffel, hat mir auch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Und ich fand diesen Cliffhanger auch cool. Von daher, ich bin eigentlich noch drin im Stranger Things Game. Ja,
freue mich eigentlich auch immer auf eine neue Staffel. Ja. Auch wenn ich immer sage, so nach der ersten Staffel hätte eigentlich auch schon ja, natürlich. Ein perfektes Ende. Bin ich bei dir, aber ja. Aber ja, Better Call Saul Call habe ich angefangen. Ich habe es am Wochenende über Ostern habe ich 3 Staffeln durchgebinged. Mhm. Ich bin jetzt gerade noch in der dritten ja. gegen Ende, bin ich jetzt, glaube ich. Ja. Habe relativ viel geschaut. Ich habe natürlich bei Breaking Bad alles durchgeschaut. Ich habe El Camino geschaut. Mhm. Und boah, Breaking Bad ist so lange her. Ich habe mir, bevor ich Better Call Saul jetzt angefangen habe, ich habe mir noch mal so ein Best-of reingezogen. So die besten Szenen aus Breaking Bad, wo ich mir gedacht habe, so, boah, das war echt eine geile Serie. Mhm. Auch wenn die, fand ich, so in den ersten paar Staffeln immer mal wieder so ein bisschen Längen hatte. Breaking Bad hatte, finde ich, in der dritten Staffel Längen. Ja. Persönlich, finde ich. Es gab in der dritten Staffel sehr, sehr viel. Ich habe jetzt auch ein sehr lustiges Zitat von Vince Gilligan gelesen, dem Autor, der gesagt hat, ihr kennt es, bei jeder Serie, wenn sie zu lang läuft, kommt immer dieser Moment, an dem die Serie viel zu, also, ne, mhm. zu lang ist. Also, jump the shark, sagt man ja auch im Englischen. Ja. Also, wenn sie dann plötzlich uninteressant geworden ist. Und dann gibt es auch kein Zurück mehr für diese Serie in der Regel. Und er sagt, sein Versuch, damit umzugehen, ist, dass sich die Figuren nicht besonders allzu sehr verändern mit jeder Folge, immer nur so, und mit jeder Staffel nur immer so ganz leicht, aber mhm. genug, damit es interessant bleibt. Ja. Und ich glaube, in Staffel 3 passiert das, also er meint, dass diese Balance zu halten extrem schwierig ist. Mhm. Also diese, so eine Serie langsam voranzuschreiten, aber auch nicht zu schnell, weil du sonst ganz schnell an das Ende der Serie kommst und es nicht mehr interessant ist. Ja. Was sagst du, wie ist es bei Better Call Saul? Finde ich gar nicht so. Mhm. Also die hat mich direkt vom Anfang an gehuckt. Ich finde auch, dass halt Saul Goodman oder Bob Odenkirk. James McGill, dass der einfach schon mit Breaking Bad, schon in der ersten Szene, schon eine so interessante und geile Figur war. Wer ist James McGill? Heißt der so? Ist das Saul Goodman, ja, das ist. Ach so, sein eigentlicher Name. Ja, ja, weil Better Call Saul. Das ist aber kein Spoiler, oder? Serie. Das ist aber kein Spoiler, oder? Gar nicht. Ja. So fängt die Serie an. Also, ist direkt von Anfang an, heißt James McGill. Ich muss dazu sagen, ich habe, glaube ich, von der ersten Staffel die ersten 4, 5 Folgen gesehen. Da ist er doch auch mit seinem Vater zu Hause, ne? Spielt sein Vater nicht auch eine Figur? Nee, sein Bruder. Sein Bruder ist also sein es, genau. Bruder ist auch schon ein bisschen ja. älter, man könnte halt auch verwechseln. Stimmt, so war das. Vater. Das war sein Bruder, ja. Genau, sein Bruder spielt eine große Rolle. Der ist, also Saul Goodman ist mhm. eigentlich der Anwalt aus Breaking Bad. Mhm. Und Better Call Saul erzählt quasi seine Vorgeschichte, mhm. die so ein bisschen, er war ein sehr illustrer Typ. Und er wird in dieser Serie erst so wirklich zum Anwalt, zum Geil. Den er dann am Ende Criminal werden soll. Law, muss sich ja. halt erst ein bisschen finden. Sein Bruder ist ein riesiger Anwalt, der eine eigene Kanzlei hat, wo er auch drin arbeitet dann, Saul mhm. Goodman. Mhm. Und es geht auch ganz viel um die Vorgeschichte von Mike Ehrmantraut. Oh, ich habe ihn geliebt in Breaking Bad. Dann musst du auf jeden Fall ja. Better Call Saul schauen, weil was die mit seiner Figur machen, wie sie erzählen, wie viel mhm. Screentime er auch hat, das ist wirklich locker ein Viertel von der Geil. Ganzen Serie ist Mike. Ja, hab ich Bock drauf. Ist großartig. Ja. Und diese Serie, wie die auch. Du hast die ersten paar Folgen gesehen. Ja. Ich finde das geil. Ich weiß nicht, ob du dich noch so gut dran erinnern kannst. Ich erinnere mich an einen Versicherungsbetrug mit einem Auto. Genau. Ja. Und wie dann halt quasi so von einer kleinen Sache mhm. plötzlich Ereignisse passieren, die zu neuen Ereignissen und diese ganze Handlung überschlägt sich so ein bisschen. Ha. Das finde ich mega geil. Wenn er so von einem Problem ins nächste stürzt und ins nächste und denkst du, was macht das gerade? Was erzählt weißt du? Weißt du, was das Geile ist? Das erinnert mich an etwas, was Trey Parker und Matt Stone mal gesagt haben, die Autoren von, die Schöpfer von South Park, ja. genau. Die haben mal gesagt, wenn du so eine Geschichte erzählst, dann erzähl nicht, erst passiert das, dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das, sondern erzähl, es passiert das, deswegen passiert das, deswegen ja. passiert ja, genau, das, so deswegen ist das 100%. So eine Kausalitätskette. Vor allem in den ersten paar Folgen, mhm. wo du immer so denkst, das hat jetzt alles angefangen, bloß weil ganz am Anfang ja, ja. so dieser erste Dominostein. So ein Lawinen, ja, so ein Lawineneffekt. Geil, ja, okay, das klingt doch ja. großartig. Genau. Und es geht auch ganz viel um Hector Salamanca. Das ist der im Rollstuhl saß. Ne? Genau, das ist ja. der im Rollstuhl Beste saß. Beste Todesszene ever. Genau. Und es geht auch um seinen Sohn Tuco Salamanca, der in der ersten Staffel vor allem ja. so der große Bad Guy ist. Ja. Ja, aber ich bin echt auch super eine coole Todesszene. Also da haben ja. waren Vater ja. und Sohn eigentlich beide ziemlich coole Todesszenen, würde ich ja. sagen. Ja. Ja, und man ist das ein Spoiler, was ja. ich gerade gesagt habe mit den Todesszenen? Ach.
Also, das ist Breaking Bad und das ja, weiß das man ist, mittlerweile. Also, wenn man das bis jetzt noch nicht gesehen hat. Nicht so was sagt die Person hinter der Kamera? Wie schlimm, dramatisch ist es für dich? Lynn? Ich habe erst mit Breaking Bad angefangen. Das okay. Vor ein paar Wochen. Ich bin bestimmt zwei. Also, es war ein Spoiler, aber es ist nicht so schlimm. Oh. Das stimmt auch nicht, was er gesagt hat. Das stimmt auch nicht. Es ist auch. Oh Gott, hat's erfunden. Hui, da sitze ich jetzt in der Tinte. Ich meine, das ist aber auch, es ist auch Breaking Bad und es ist nicht irgendwie Rosamunde Pilcher, ne? Das stimmt. Warum Rosamunde Pilcher? Weil es niemand. Gibt's, glaube ich, nicht so krasse. Oder bestimmt gibt es da krasse Twists, aber die sind halt so bescheuert. Hast du mal was von Rosamunde Pilcher gesehen? Also, was sind die Richtungen? Nee, ich habe aber immer so eine Vorstellung, wie das ja, aussieht. Ja, ich auch. Das ist halt dieses Klischee, ja. Irgendwie, es ist immer so. England auf dem Land und irgendein Anwesen ja. Und es ist irgendein reicher Typ und irgendeine reiche Frau und es, dann verlieben die sich. Spielen die in England? Ich habe keinen Plan. Boah, sind wir, so ist das eine Bildungslücke. Ich dachte, das sind so deutsche Heimatfilme in den Bergen und so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich sage auch gleich, ich weiß es nicht. Lynn, kennst du Rosamunde Pilcher? Rosamunde Pilcher? Das Ganze ist, das klingt so deutsch, aber das ist eine Britin. Ach was? Sieh an, das wusste ich nicht. Ich hatte keine Ahnung. Ja, gut, Wissenslücke zumindest leicht gefüllt. Wo war ich denn? Better Call Saul. Wie findest du es? Findest du es gut? Ich finde es eine großartige Serie. Ich muss sagen, es gefällt mir sogar noch ein bisschen besser als Breaking Bad, eben weil es diese Längen hatte. Aber Breaking Bad hatte insgesamt die krasseren Momente. Mhm. Also diese großen Twists. Ja. Diverse Tode, die da passieren, diverse Sachen, die dann aufgedeckt werden. Ja. Das hatte schon einen krasseren Impact auf mich. Aber ich finde, so vom Unterhaltungsfaktor her gefällt mir Better Call Saul ein bisschen besser. Verstehe. Na gut. Ja, vor allem bei Breaking Bad war es ja auch immer ganz viel Jesse Pinkman und Walter White. Die kommen doch, sollen doch jetzt in der sechsten Staffel aber auch eine Rolle spielen. Ja, habe ich auch spielen, schon gehört. Also, fand ich ein bisschen schade, dass das mir auch so gespoilert wurde. Ja. Aber ich war auch keine Ahnung. Es war ja klar, dass das irgendwann kommt. Ja. Und genau bei Better Call Saul, es tauchen auch ganz viele Figuren auf, die dann auch später in Breaking Bad eine wichtige Rolle haben. Und ich glaube, es ist richtig geil, wenn du zuerst Breaking Bad schaust und danach Better Call Saul. Weil du dann halt wirklich auch diese kleinsten Anspielungen verstehst. Ja. Ja, ich hab's vor. Also jetzt, wo auch die sechste Staffel das beendet, bin ich gespannt. Ich hab kurz. Genau, und ich wollte natürlich auch dann im Podcast ein bisschen drüber quatschen, wie ich dann auch die sechste Staffel finde, aber dafür müssen wir erst die ersten fünf schauen. Ja. Aber ich bin ja auf einem guten Weg. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn du jetzt in den drei Tagen schon irgendwie drei Staffeln gesehen hast, dann sollte es ja jetzt auch nur noch mal drei, vier Tage dauern. Aber kurz, ich will kurz noch über ein paar Kinostarts die Woche sprechen. Ja. Das hat nämlich seinen Grund. Also, es startet ein Film namens River, da geht es um Flüsse, für alle, die sich für die Natur interessieren. Es startet Die wundersame Welt des Louis Wayne, für alle, die sich für Benedict Cumberbatch interessieren. Der spielt darin nämlich die Hauptrolle. Es startet ein Film namens The Lost City und da habe ich bereits im letzten oder vorletzten Podcast drüber gesprochen. Das ist ein Film mit Sandra Bullock und Channing Tatum. Ich will das jetzt gar nicht wieder ausführen. Die Sache ist, ich habe auf Instagram jetzt mehrmals gesehen, wie Leute sich sehr über den Film, ohne ihn gesehen haben zu können, ausgelassen haben, weil der eben so generisch aussieht und so kacke. Also so von wegen, Poster allein sieht schon so. Das Poster sieht schrecklich aus. Das Photoshop ist wirklich ganz schlimm. Aus der Hölle, Marketing aus der Hölle. Aber ich habe den Film gesehen und ich möchte mal für diesen Film eine Lanze brechen. Er hat definitiv so ein paar Makel, aber Channing Tatum und Daniel Radcliffe und Sandra Bullock funktionieren so phänomenal gut in dem Film und ich finde Channing Tatums Figur so wahnsinnig witzig. Ich fand den Film wirklich witzig und gar nicht so schlecht. Ich fand den wirklich gut. Ja. Und kann den nur auch noch mal explizit empfehlen, sich nicht abschrecken zu lassen. Velocity ist wirklich harmloser Abenteuerfilm, Spaß mit tatsächlich lustigen Szenen und Channing Tatum rockt das Ding wirklich. Also, der hat so eine lustige Figur. Ich habe auch Bock, den Film zu sehen jetzt. Guck ihn wirklich. Also, wie gesagt, der tut nicht weh. Das ist einfach so ein total harmloser, spaßiger Film. The Northman ist da eine andere Schiene. Der startet auch die Woche. Das ist von Lost City. Da kam aber gestern, wer auf Cinema Strikes Back unserem YouTube-Kanal vorbeischaut, da gab es eine Kritik. Eine sehr ausführliche Kritik zu dem Film. Guck den Film. Toller Film. Ich habe drei Serien geguckt. Ich gucke Moon Knight, da will ich noch nicht so viel dazu sagen, aber da werden wir eh noch einen Podcast. Da werden wir eh noch einen Podcast machen. Ich habe, wie gesagt, The Boys die ersten zwei Staffeln durchgebinged quasi. Ja. Fazit: ich muss sagen, dass eine Figur oder Figuren mir da als deutsch verkauft werden, finde ich teilweise albern.
Das ist wirklich albern. Auch Frederick Ward und sowas, das ist alles ein bisschen albern. Aber mal abgesehen von dem albernen Teil, ich finde, die Serie hat mich sehr, sehr mitgerissen. Aber ich finde auch so dieses albern, das passt ja auch irgendwie. Das passt dazu. Natürlich das auch kann ja so komplett ein bisschen rein. Haarsträubend sein. Auf jeden Fall. diese ganze Schar an schrägen, illustren Figuren. Also, The Boys dreht sich ja um eine Welt, in der Superhelden real sind. Aber es ist so ein sehr realistischer Blick drauf, sage ich mal. Ja. Beziehungsweise da spielt so diese Business-Komponente spielt genau. da eine ganz große Rolle. Weil diese Superhelden bei einer ganz großen Firma unter Vertrag sind. Genau. Also wie so ein Plattenlabel, aber für Superhelden. Genau, genau. Da wird das halt auch alles so durchkapitalisiert. Und die haben auch ein eigenes Filmuniversum, in dem sie da in Filmen mitspielen. So, da wird das MCU und so ein bisschen, das DCEU mhm. werden so ein bisschen auf den Kopf, werden auf den Arm genommen. Du hast die Comics gelesen, ich nicht. Kann deswegen nichts dazu sagen, aber die Serie macht wirklich eine Menge Spaß. Und sie ist sehr erwachsen und brutal und witzig. Ja. Ja. So sehr brutal. Ja. Sehr blutig. Ja. Was man auch immer sagt, so, ja, dann denkt man sich, ja, komm, so blutig ist dann auch nicht. Und dann so, ja, okay, das ist schon extrem blutig. Ja, aber genau das mochte ich dann. Aber ich hatte das auch bei der Serie. Ich habe mir gedacht, so, boah, ich habe jetzt echt schon so viel mit Superhelden gesehen, ey, langsam reicht's. Und dann kommt The Boys um die Ecke und denken wir so, nö, das ist auch geil. Ja, allerdings bin ich bei dir. Also von daher, ich habe das ja, als es rauskam und so gehypt war, nicht geguckt. Ihr ja schon. Und die Leute haben immer gesagt, du musst das gucken. Ja. Ich verstehe, warum. Und ähnlich ist es auch bei Arcane. Ich habe Arcane jetzt angefangen. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ich bin so gut wie durch mit dieser ersten Staffel. Das ist ja die Serie von Riot Games, die League of Legends machen. Und die Sache ist, dass die ist erstmal sehr, sehr schön anzusehen. Das ist animiert alles. Und dreht sich halt um so eine, also es hat so was Steampunkiges. Es dreht sich um eine Stadt namens Piltover, in der es eine Ober- und eine Unterstadt gibt. Die kriminelle Unterstadt gegen die feine Schickeria der Oberstadt. Und ein Wissenschaftler der Oberstadt findet einen Weg, das Arkane, die Magie, mit den Mitteln der Wissenschaft für sich nutzbar zu machen. Oh. Und will damit die ganze Gesellschaft ändern und dafür auch, dass das fürs Gute einsetzen. Und das sorgt natürlich für ganz, ganz viele Probleme. Es geht vor allem um die zwei Schwestern wie Vi und Powder, die da so mittendrin verstrickt sind. Das sind eigentlich so beides zwei junge, kleine, kriminelle Mädchen. Mhm. Genau, und ich weiß noch nicht, wie es ausgeht, aber ich muss sagen, war bei den ersten zwei Folgen, ich fand, das war alles sehr, sehr schön anzusehen. Also, es ist wirklich toll animiert und es hat so einen ganz eigenen Look, der so, und das, was ich schön daran finde, ist, dass es halt nicht so sehr, ich hatte die Angst, dass es mich zu sehr an so Sequenzen aus Videospielen erinnern wird. Mhm. So ist es aber dann gar nicht. Also, man verliert sich dann doch, es ist doch dann sehr immersiv und man findet sich dann sehr schnell darin irgendwie wieder. Und ich finde auch so alles, was sie sich haben einfallen lassen und die Mimik und Gestik der Figuren, das passt, das sitzt. Also, ich mochte das sehr. Zum Spannungsgrad der Handlung, ich muss sagen, ich habe so drei Folgen gebraucht, bis ich dann drin war. Mhm. Jetzt bin ich aber drin und will auch unbedingt wissen, wie es weitergeht und bin auch sehr angetan. Also ich verstehe sowohl bei The Boys als auch bei Arcane verstehe ich voll und ganz, warum die Leute gesagt haben, guck das. Ich muss aber auch dazu sagen, noch das eine Argument, ich habe einmal, ich glaube, es war ein Reddit-Post oder sowas über Cinema Strikes Back, da hat irgendjemand irgendwie geschrieben, dass er aufgehört, das zu gucken und richtig angepisst war, dass wir nicht Arcane geguckt haben. Aber jetzt muss er wieder anfangen, uns zu schauen. Jetzt muss er wieder anfangen, uns zu schauen, ja. Bin zwar ein bisschen spät dran. Aber also, Leute, nicht böse sein, wenn wir manchmal nicht direkt die neuen Sachen gucken, weil es ist einfach so viel. Es ist so unmöglich, viel. Wirklich. Wir werden es aber immer irgendwann gucken, weil, guck mal, ich habe jetzt 6 Jahre gewartet, bis ich Better Call Saul schaue. Ja. Und Arcane, das wäre eigentlich die Serie gewesen, die ich geschaut hätte, wenn Marco mir nicht gesagt hätte, schau Better Call Saul. Ja, gut, aber das hat man noch mitbekommen, dass Better Call Saul richtig, richtig gut sein soll. Also, ich habe wie gesagt, nur die ersten paar Folgen gesehen und bin dann aus irgendeinem Grund nicht dran geblieben, aber ich habe das jetzt auch noch unbedingt vor. Ja. Gut, hast du noch was für Cinema Flashback? Vielleicht, ich wollte noch erwähnen, genau, ich wollte noch diesen Bogen spannen zurück zu Masters of the Universe. Okay. Dass wir, ich habe ja gesagt, dass Chris Hemsworth da abgesagt hat. Ja. Ich wollte nur noch mal erwähnen, dass die Regisseure von The Lost City dieselben sind, die 2024 den He-Man-Film Masters of the Universe machen. Ach, krass, okay. Und deswegen bin ich plötzlich, ist Masters of the Universe, auch wenn der ersten 2 Jahren erscheint, wieder so ein bisschen in meinem Kopf, dass ich mich ein bisschen drauf freue. Ah. Weil alles, was auf Netflix und so stattgefunden hat mit Masters of the Universe, soll ziemlich bescheiden sein.
Ich weiß nicht, ob du im He-Man-Hype warst jemals. Null, gar nichts. Ich schon. Ich weiß also, bin bei der Macht von Grayskull, ich habe die Kraft. Ist das das? Das ist das, okay, ja. Gut. Bei der Macht von was? Wie hast du es genannt? Grayskull? Ja, ja, ist okay. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe das. Skeletor heißt er nicht? Skeletor. Ja. Ja, tut er. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe das wirklich als Kind geguckt und seit all den Jahren. Aber draußen gibt es hundertprozentig He-Man-Fans. Gibt es. Meinst du, es gibt draußen auch Herr der Ringe-Fans und Leute, die sich auf Ringe der Macht freuen? Ja, aber bevor wir das machen, müssen wir noch Fun Facts über uns erzählen. Ach so, haben wir das vergessen? Ja, das kommt immer am Ende. Stimmt. Fun Facts über uns. Fun Facts über uns. Nein, Fun Facts über uns. Da bin ich auch gespannt, wenn wir mal einen Spieler haben, ob der auch so cool ist wie. Fun Facts über uns. Und, okay, ich hab einen mega Fun Fact. Ich hab einen von dir, den du mir heute Morgen gesagt hast. Das ist ja, der Fun Fact. Das ist auch mein Fun Fact. Das ist auf jeden Fall der Fun Fact der Fun Facts. Okay. Okay, sag erst deinen, den du sonst im Kopf hattest. Nee, das eigentlich. War der. Das war der? Ja, das war der. Ah, okay, dann schieß los. Okay, dann ist das einfach jetzt unser Fun Fact, weil wir heute so zusammen so ein Erlebnis hatten. Okay. Ich war heute Morgen, oh Gott. Die Geschichte hat eigentlich einen richtig langen Rattenschwanz. Die Geschichte hat eigentlich so eine krasse Vorgeschichte. Vor 6 Jahren, 7 Jahren ist mir was auf den großen Zeh gefallen und der ist blau angelaufen. Was denn? Ich weiß es nicht mehr. Oh, okay. Ich war in einem Fernseher. Ich war in einem Zustand. Oh Gott, okay, ich hab's verstanden. Ja, ja. Okay. In dem ich nicht so ganz bei Sinn war. Alkohol. Da ist mir was auf die. Auf den Fußzeh gefahren, auf den großen. Was ist denn sonst ein Zeh? Ich weiß nicht, was passiert. Fußzeh. Auf jeden Fall ist der blau angelaufen und der hat so gezogen. Es tat so ein bisschen weh. Da ist dann so Spannung drauf. Aber nur ein bisschen. Weil sich halt das Blut unter dem Nagel dann sammelt und der drückt das dann quasi raus. Und der Hautarzt, mein Hausarzt hat gesagt, fällt von alleine raus, kein Problem. Gut. Hat er dann nicht. Ich habe mir den selber so ein bisschen rausoperieren müssen. Boah. Ja. Dann ist der extrem hässlich nachgewachsen. Du hast den mir mal gezeigt, das war vor ein paar Jahren und ich habe nur gesagt, Junge, geh zum Arzt. Das sieht eklig aus. Ja, und genau, dann ist das auch wieder rausgefallen. / Ärztin an dieser Stelle. Also, das war mein zweiter hässlicher Zeh, der rausgefallen ist. Und das war dein zweiter hässlicher Zeh, der rausgefallen ist? Ja, der eine ist einmal rausgefallen, dann ist der hässlich nachgewachsen und dann ist der auch wieder rausgefallen. Ach so, okay. Und dann ist wieder ein Zeh nachgewachsen und der sah wieder hässlich aus. Und ich habe gedacht, oh Gott, ich bin jetzt in so einem Teufelskreis des hässlichen Zehs. Mhm. Cinema Strikes Back, der Podcast über Füße. Ja. auf jeden Fall habe ich dann gedacht, ja gut, dann gehe ich jetzt mal hier zu einer Fußärztin, zu einer Podologin. Mhm. Und da war ich jetzt. Ich bin da schon seit mehreren Wochen, weil das war erstmal jetzt so ein Aufwand, das wieder so quasi auf Null zu bringen. Ja. Dass so die Grundhässlichkeit nicht mehr so bei 100 ist, sondern einfach so bei Null, dass der wieder gut nachwachsen kann. Und ich habe heute wieder einen Termin gehabt und ich wusste nicht, dass es das gibt. Ich habe eine Zehprothese bekommen. Das ist unglaublich. Eine Fußnagelprothese. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Ich wusste dann auch nicht, dass es das gibt. Unglaublich. Mein Zeh war inzwischen so okay, aber der war nur so bis zur Hälfte nachgewachsen. So, das heißt, du meinst, aber wenn du Zeh sagst, du meinst Fußnagel. Fußnagel. Genau. Weil der Zeh ist ja noch komplett. Ja, der Fußnagel ist so bis zur Hälfte des Nagelbetts nachgewachsen. Ja. Und er sah okay aus. Und dann hat mir heute die Fußärztin, die Podologin, die hat mir dann das ist mit irgendwas angemischt, das war so ein Pulver, da hat sie irgendwas reingetroffen. Also du weißt nicht, was es ist, genau. Nee, ich weiß nicht, was es ist, hat das zusammengemacht und hat das dann draufgestrichen. Ja. Und habe gedacht, okay, jetzt sieht es wieder sauhässlich aus. Nee, es ist. Und dann hat sie Magic geworkt und hat das noch ein bisschen abgeschliffen und ich habe jetzt wieder einen normalen Zeh. Und ich habe es gesehen, das sieht wirklich aus wie ein ganz normaler Zeh, als wäre da nie was passiert. Als wäre da echt nichts passiert. Ja. Respekt an deine Podologin. Ja. Übrigens, das kostet 30 Euro. Nur, dass du ungefähr weißt, was eine eine Zehprothese kostet. Du sagst immer Zehprothese, das ist eine Fußnagelprothese. Ja, das war Zehprothese, klingt so, als hättest du dir einen Zeh abgeschnitten oder so, als wäre der dir abgefroren. Das Geile war, als ich auch zu der Ärztin gegangen bin, ich hatte auch gleichzeitig noch einen eingerissenen Zehnagel. Ja, also hatte sie gleich an zwei. Also einen eingewachsenen Zehnagel. An zwei Fronten zu tun. Boah, das ist echt. Seit ich 30 bin, passieren so komische Sachen und ich erfahre so Dinge. Ja. Ja. Aber okay, weißt du, du müsstest das wissen, ich habe das bestimmt auch schon mal im Podcast erzählt, dass ich ein Stück von meinem Beckenknochen in meinem kleinen Finger trage. Also mir wurde was von meinem Becken abge
abgeschnitten, abgesägt, wirklich. Mhm. Und da ist auch eine Narbe, weil da reingegriffen wurde, um was abzusägen. Und dieses Stück Knochen, was da halt am Becken nicht notwendig ist, wurde mir in den kleinen Finger gesetzt. Das ist quasi eine Fingerprothese. Ich habe quasi eine Fingerknochenprothese. Ja, das hat auch 30 Euro gekostet. Nee, das war, ich weiß nicht, was meine Krankenkasse dafür berappen musste. Ja, also kurz der. Aber es ist auch eine Geschichte mit einer langen Vorgeschichte, aber ich mache das sehr kurz. Ich habe einen Trümmerbruch an meinem kleinen Finger vom Fußballspielen. Also ich bin auf meinen Finger gefallen, sehr unglücklich. Trümmerbruch hört sich auch schon richtig scheiße an. Ja, ja, also an verschiedenen Stellen, das war komplett gebrochen. Wurde dann auch operiert und dann sollte eigentlich alles wieder gut sein und zusammenheilen und so. Mhm. Und dann hat sich das entzündet. Osteoporose gab es dann, also so die Knochensubstanz hat sich aufgelöst und der Knochen ist nicht mehr zusammengewachsen. Und dann musste das wieder neu alles da drin, so quasi wie bei so einem Puzzle, wieder zusammengepuzzelt werden und dann halt mit meinem Beckenknochen auch ergänzt und so. Und dann habe ich sogar. Das war einfach nur so ein Ärzte-Prank, die haben das einfach raus, ja. Einfach so reingeschoben. So, ja, hast du schon mal jemanden gesehen, der sich so richtig schlimm das Bein gebrochen hat, dann so einen riesigen Fixator hatte? Also, das ist so Metallstangen, die wirklich dann so das Bein quasi gerade halten, damit der Knochen zusammenwachsen kann. Innen? Außen, wirklich außen. Und innen aber auch. Die gehen so in die Knochen rein, dann werden die außerhalb des Beins so zusammengehalten von so riesigen Titan-Metallstangen. Ich glaube, mein Nachbar hatte mal sowas. Ja, so, also, das sieht man, glaube ich, nicht so oft, aber es gibt es auf jeden Fall. Und ich hatte das in einer Mini-Version an meinem Finger. Und es war wirklich so, dass im Krankenhaus dann so andere Ärzte und auch Krankenpfleger und Krankenschwestern und so gesagt haben, ach, wie süß, ein Mini-Fixator oder was auch immer. Und einmal ist auch eine Freundin, wir saßen auf einer Couch und haben irgendwie ferngesehen, Film geguckt, was auch immer. Und die hat sich mal so mit voller Wucht so hingeschmissen und so wirklich so richtig gesprungen auf die Couch und hat sich genau auf meinen Fixator da drauf gesetzt. Das war nicht so. Ja, ich habe auf jeden Fall 6 Operationen am Finger gehabt. Ich hatte mehrere Operationen an meinem Fuß Zeh. Ja. Irre! Gut, wenn die Leute. Ich habe die perfekte Überleitung, wo wir schon bei Füßen waren und alles, was so sich am Körper abspielt. Und zwar hat Auf Klo ein Video gemacht, das ihr jetzt gerne anschauen könnt. 9 Facts über Geschlechtskrankheiten. Okay! Tolle Überleitung. Oder ihr schaut euch unser letztes Special an über 3 Dinge, die mich, also ich habe das Special gemacht, an Ringe der Macht jetzt schon nerven. Ja, und das Video ist auf große Resonanz gestoßen. Ja, und man muss gerade doch sagen, Leute, die auf Spotify oder so zuhören, werden fragen, ja, wie, ich soll jetzt ein Video gucken. Also wir machen diesen Podcast ja auch immer mit Bild auf YouTube und dann kann man das anklicken, irgendwo hier. Ja. Ja. Ansonsten. Okay, gut. Also ich finde es wahnsinnig gemütlich hier. Ich will eigentlich weiter so podcasten. Vielleicht finden wir einen Weg. Wir müssen mal drüber sprechen. Ja, dann auf jeden Fall ciao und gut Fuß. Gut Fuß.